Wir haben uns einen Vorposten gebaut. Wir haben, oder besser gesagt, ich habe einige Leute bekehrt und die Arkadier zum Aufgeben gezwungen. Doch jetzt haben wir noch einen Feind. Und der ist sehr schnell im Bauen, sehr schnell im Weiterentwickeln und sehr schnell im Angriff. Wir müssen koordinieren und schnell sein, bevor unser kleiner Vorposten überrannt wird, wie beim letzten Mal. Aber das werden wir wohl sicherlich schaffen. Aber das seht ihr nach dem Intro. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Age of Empires. Ja, wir kümmern uns hier gerade um den Feind, der uns hier gerade wieder ausspioniert. Und wir sind nämlich gerade vollends damit beschäftigt, dass wir hier alles so weit, ja, irgendwie hier zusammenkriegen. Und ja, wir haben hier schon was diese Sache angeht sehr viel zu tun. Ich hoffe mal, dass der Feind dort vorne noch nicht die Sträucher abgeerntet hat. Und das sieht gut aus. So. Wir brauchen noch einen, ja, einen bauenden Dorfbewohner, der für uns etwas an Häusern baut. Und hier gleich erstmal irgendwie einen Hafen bauen können, damit wir ein paar Schiffe zusammenkriegen. Die nicht nur... Ja, genau. Genau, das meine ich nämlich. Den zurück. Damit der jetzt Probleme kriegt. Sehr schön. Die wieder hier hinschicken. So. Und jetzt... So. Also unsere Holzfäller. Mal zwei Dorfbewohner, die dann schon mal Stein holen. Nochmal extra, du bist mir zu nah. Hier hinten. So. Nahrung wird noch eingesammelt. Die restlichen Verbleibsel der Arkadier, ja, stehen da noch rum. Aber helfen bringt es ihnen nichts. Wir bauen erstmal einen Hafen zur Sicherheit, damit wir da schnell hinterherkommen. Und der Arkadier will uns schon, der Sumerer will uns schon wieder ausspionieren. Das ist nicht gut. Wir müssen hier schleunigst uns, ja, uns Nahrung beschaffen oder sonstiges. Am besten, ja, da gleich einen neuen Hafen hin. Da kann ich mal zwei Fischerboote hinbauen, damit die, ja, der Feind, der ist schnell. Das ist das Problem. Wir brauchen schleunigst Nahrung und eine Verteidigungslinie. Und du, mein Freund, gehst mir nicht mehr auf den Sack. So.
Sehr schön. So. Jetzt hilft der Gute. Ja, komm, wir helfen. Okay, erstmal den Holzfällern unterwegs. So. Schlecht aufgestellt sind wir ja jetzt nun nicht. Wir haben hier schon mal zwei Erkundungsschiffe hinstellen und die Axtkrieger bereitstellen. Und ja, wir müssen uns eigentlich hier sehr gut. Die haben hier noch genug zu sammeln. Das ist perfekt. Stein haben wir auch schon genug. Das ist noch perfekter. Perfekt. Wir haben hier ein paar Erkundungsschiffe jetzt. Ja, jetzt machen wir uns schon ein bisschen. So. Unsere Axtkämpfer sind auch in der richtigen Position. So. Infanterie noch ein bisschen. Gut, wir machen uns hier schon relativ gut. Hier, komm du mal her. Kannst du gut mal einen Marktplatz bauen? Meine Erkundungsschiffe bleiben erstmal hier vorne stehen. Damit wir das Gebiet erstmal gesichert haben. Ich weiß, der Feind kann sich hier immer noch an uns heranschleichen. Aber auch nicht mehr so schnell. Ja, ja, das brauchst du gar nicht versuchen. So, denn jetzt kann ich hier einen Turm hinbauen. Und das tue ich mal weg. Nein, hör auf jetzt. Willst du mich jetzt nerven? Genau das meine ich. Hör auf jetzt. Unglaublich. Muss das jetzt sein? Muss das jetzt sein? Danke. Nein, will ich nicht wissen. Dankeschön. Seid sehr nett. So. Gerne noch ein Schiff hinterher. So. Wo sind unsere Mannen? Da sind unsere Mannen. Einen weiteren Dorfwohner wäre nicht schlecht. So. Während der da am Arbeiten ist, könnte ich mit dem neuen Dorfbewohner. Ja. Könnte ich hier erstmal einen Stall hinbauen. Weil mit einem Speer könnten wir schnell was auskundschaften. Ernsthaft? Der Feind hat sich schon gut reingesetzt da. So. Er ist auch gleich fertig mit dem Stall. Dann. Ja, hoffentlich ist das noch früh genug. Mit meinem Turm hier. Am besten nehmen mit dem Erkundungsschiff hinterher. Nicht, dass wir hier gleich Probleme kriegen. Weil der Feind kommt gerne von der Seite. Ich wusste es. Das Erkundungsschiff muss nur diesen Bogenschützen heranlocken. Damit die beiden hier drei Türme zur Verteidigung bauen können. So,
Sehr schön. Das Erkundungsschiff bleibt erstmal da. Und davon wird noch einer erstmal gebaut. So. Jetzt haben wir nämlich die Türme. Und am besten gleich noch einen hinterher. Drei Stück zur Sicherung. So. Dann haben wir das schon mal. So. Das ist alles. Das Erkundungsschiff ist gar nicht so das Problem. Da kann gerne noch eins hin. Mit vier Stück, das da oben alles. Ja, du brauchst gar nicht versuchen, hier rüber zu kommen. So, perfekt. Ich würde aber noch sagen. Nee. Das brauchst du gar nicht versuchen. Das braucht ihr nicht versuchen. So, jetzt haben wir das schon mal gesichert. Das ist nämlich schon mal besser als vorher. Von mir aus könnt ihr hier noch den Kornspeicher bauen. Super. So. Nicht genug Holz. So, scheiße. Ja, Hauptsache ich krieg die Nahrung. Da hinten. Nicht genug Holz. Wo werden wir angegriffen? Da vorne. Oh mein Gott. Ja, unser Schiff ist jetzt tot. Also wird zerstört. Kommt da jetzt erstmal nicht durch. Das ist schon mal gut. Ich brauche mehr Holzfäller. Merke ich gerade. Die weiter hier nennen. Das versucht er eiskalt jetzt gerade. Okay, mit drei. Wir wollen gegen drei Türme. Am vierten könnt ihr gerne machen. Komm mal zurück hier. So, ihr Verfluchten. Ah, ihr habt da die Bogenschießanlage stehen. Ja, 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 das habe ich schon gemerkt. Oh, ihr kommt erstmal zurück. Ich könnte gerne versuchen, noch mehr von euch dahin zu schwimmen, aber ich bin genauso schnell wie ihr jetzt. Ihr wollt. Ihr versucht in mein Lager einzudringen. Das wird nichts. Jedes Mal, wenn ihr zurückkommt, werdet ihr weiter verletzt. Die Türme haben schon ordentlich was erlitten. So. Aber wir kommen ja auch noch weiter hier. So. So, so, so. Lass dich da nicht so mitreißen. Und jetzt. Zack. Lasst euch nicht so ärgern von dem. Das ist auch gar nicht so schwer, dass ihr euch da... Ihr braucht euch dann nicht ärgern lassen. So. Du, mein Freund, kommst mal her. Kannst noch ein paar Häuser für mich bauen. Geil, wir bauen ein Haus und der Elefant läuft weg. Das finde ich cool. Zurück, 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 zurück. Ja, das Schiff ist kaputt. So. Jetzt brauchst du gar nicht versuchen.
Warte, jetzt brauche ich erstmal das. Brauche ich erstmal die neuen Türme und die haben eine höhere Reichweite und warte mal, das kommt noch alles. Oh, Kamelreiter haben wir. Das ist schön. Und wir haben Breitschwert. Oh, wir können Breitschwertkämpfer bauen. Das ist auch supi. Und da haben wir Gold. Aber erstmal kommen meine Galeeren dran. Wie wär's denn mal, wenn du das da angreifst? Komm mal hier. So. Wo sind meine Häuser? Da. Eine Bogenschießanlage wäre nicht schlecht. Und jetzt bist du dran. Meine Güte. Was ist denn los mit der... Ja, also jetzt ins Kriegsgalern, wa? Ja, super. So. Ich hole mir nochmal drei neue. Was baut der dann? Eine Schießanlage, eine Bogenschießanlage. Nicht genug Gold. Ah, der sieht da vor mit Gold. Wo ist die Lagergrube? Brauchen erstmal auf Gold. Oh mein Gott. Na, was habe ich mir da angetan? Komm mal her. Ich werde ja ständig angegriffen hier. Brauchen wir ein paar Türmchen. Lass dich nicht ärgern. Danke. So. Genau, haben wir verbesserte Bogenschützen. Lasst euch nicht ärgern, verdammt nochmal. Oh Mann, ey. Ich habe auch echt nur Leute, die sich ärgern lassen. So, da haben wir keinen Stein mehr. Stein haben wir auch erstmal genug. Ich brauche Holz. Und das nicht wenig. Die holen wir gerade. Wo ist denn mein Hatten da? Genau. Holz. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie lange nehmen wir das schon auf hier? Das gucke ich einmal ganz schnell. Das kann ich hier einmal gucken. Ja, gut. F3. Ja, es geht weiter. Also, wir müssen gleich. Es ist auch schon gleich fertig. In die Folge. Leider, tut mir leid. Wo ist der? So, was haben wir denn hier? Wir haben da Regierungsgebäude ohne Waffenfehler. Okay. Der Cloud-Speicher, das ist wieder bis ich damit fertig bin. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Wir brauchen nämlich jetzt erstmal. Was nehmen wir denn jetzt mal? Ich würde sagen, wir bauen eine Waffenschmiede, oder? Um den Feind zu übertöpeln. Ja, dass du dagegen keine Chance hast, weiß ich auch. Ah, es ist super. So. Latschen die alle wieder durch. Ja, natürlich. Ist ja klar. So. Steuerung. 3. Du kannst da mal hingehen. So. Haben wir nämlich vier Leute, die sich um Nahrung kümmern. Und der, ja, tot. Jetzt brauche ich dann eine Waffenschmiede. Genau. Das ist perfekt. Scheiße, wir haben nur Katapulte. Ja, du willst da. Gut. Wenn du meinst, dich da groß mit mir, mit dem Feind anzulegen.
Während ich meine Kavallerie ein bisschen weiter ausstocke. Die kosten alle so viel. Schaden gegen alle Pferde und Elefanteneinheiten verursacht. Elefanteneinheiten? Kamelreiter. Ihr habt auch ein Problem hier, ne? Junge, 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 Junge. So. Wir haben zwar keine berittenen Bogenschützen. Ich glaube, die können wir gar nicht bauen. Aber wir haben die Kamelreiter. Frag mich, warum ich die Kamelreiter habe. Ich bin Grieche. Nee, wir sind Babyloner. Ja, aber ich glaube, ja, es ist an der Zeit, sich wieder zu verabschieden. Wir haben unsere Basis gut durchdacht, geschützt und der Feind kommt auch nicht so schnell an uns vorbei. Und ja, wir kriegen das dann wohl hin, dass wir hier noch besser an die Sachen kommen. Und ja, ich glaube, wir werden den Feind noch schnell genug überrennen können. Diesmal sind wir nämlich am Zug und nicht die. Also, bis dahin sage ich schon mal Schüttellach und rein, ich bin mein Herz. Wir sehen uns in der nächsten Folge und jetzt kommt die Endcard. So, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und aktiviert die Glocke. Dann könnt ihr nichts mehr verpassen, denn ihr werdet immer benachrichtigt, wann ein Video von mir online kommt. Und ja, empfehlt mich weiter, teilt das Video. Und bis dahin sage ich Tschüdele, haut rein, ich bin euer Herz und bis dann.